Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, 26. Oktober. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wir wollen heute wieder den Markt unter die Lupe nehmen, nachdem es ja letzte Woche sehr stürmisch noch zuging. Heute hier im Fokus darüber gegenüber dem US-Dollar, nachdem wir ja in der letzten Woche hier relativ gute Signale finden konnten. Also die ja, Lage, die Schwäche war in diesem Maße vielleicht nicht wirklich so zu erwarten, aber sie war anzunehmen. Es deutete zumindest diverses darauf hin. Wir hatten ja letzte Woche auch beim Devisenradar den Euro schon short favorisiert, den US-Dollar, Schweizer Franken schwach und am Freitag Gold zunächst ja auch bullisch, aber im weiteren Handelsverlauf zum Nachmittag hin wurde Gold gnadenlos abverkauft. Die Situation des Devisenradars vom Freitag zu Gold ist dennoch die gleiche. Auf Tagesbasis ist hier insbesondere die Unterstützung zu beachten und da kämpft der Goldpreis ja aktuell wieder mit und ich denke, das könnte in den nächsten Tagen und Wochen durchaus noch spannend werden. Aber wir wollen auf den Euro schauen. Was ist da letzte Woche passiert? Gehen wir hier gleich mal auf den Wochenchart. Jawohl, 1,14, 1,1450 abermals als Widerstand bestätigt und hier eine Kerzenformation, die auch wenig ja, erfreulich darstellt sich, denn wir haben hier mit dieser schwachen Kerze der Vorwoche hier eindeutig unterstrichen, ja, wohin denn jetzt die Reise gehen könnte. Wir haben hier den Widerstand abermals bestätigt, dieses aufsteigende Dreieck, dieser Art aufsteigendes Dreieck ist hier mit der Schwäche vom Freitag schon unter Beschuss geraten und jetzt haben wir hier die Unterstützung 1,10, 1,1035. Da versuchen wir uns zu stabilisieren. Das mag jetzt auch zunächst durchaus funktionieren. Dennoch, der Weg dürfte weiter in die Tiefe führen nach einer temporären Erholung. Zumindest lässt dies die Stärke des Abverkaufs der letzten Woche erwarten. Sie sehen, wir haben mit dieser Kerze gerade auf Schlusspreisbasis hier das Seitwärtsgezerre seit August aufgelöst nach unten. Und wenn jetzt hier nicht ein dynamisches Reversal erfolgt, was über 1,12, 1,1250 führt, obgleich dann hier bei 1,14, 1,1450 hier der nächste Widerstand unverändert wartet, ist hier natürlich von einer weiteren Ausdehnung der Preisschwäche auszugehen. Und dazu gehen wir jetzt mal in den Tagesschart. Das sieht nämlich ganz interessant aus. Auch hier dieser Chart, den sehen Sie im Streamfenster. Relativ häufig. Und da haben wir genau die Situation gehabt, dass es hier praktisch mit diesem bearish Engulfing, wie gesagt, schon eine Ankündigung gab hier an diesem Widerstandslevel, dass hier die Verkäufer es wohl nicht gut heißen, dass Euro-US-Dollar weiter hochgeht. Die Annahme einer Schwäche bestätigte sich dann hier insbesondere mit den Kursverlusten hier vom 22.10. Starker Abverkauf, EZB lässt grüßen. Hier hat sich aber, wie gesagt, schon im Vorfeld eine leichte Schwäche angedeutet. Mit Aufgabe 1,1155, hier hätte sich kurzzeitig eine Stabilisierung eigentlich ergeben können, aber wir haben uns dazu entschlossen, besser gesagt, der Euro, das Ganze eine Etage tiefer durchzuführen. Und jetzt sind wir hier im Level 1,10, 1,1035. Mit der heutigen Kerze sehen Sie, das Niveau wird aktuell gekauft und man darf hier durchaus davon ausgehen, dass die Erholung durchaus weiter reicht. Und das wäre hier, Sie sehen es am Pfeil, Sie sehen es an der roten schematisch dargestellten Kursverlaufsgrafik, dass wenn der Preis hier nochmal in diese ehemalige Unterstützung eintaucht, und das ist das Level um 1,1155 definitiv. Wir hatten hier zuletzt im September Anfang, Ende und dann hier nochmal Anfang Oktober jüngst dieses Support-Level bestätigt. Hier sehen wir auch noch Kerzen der Vergangenheit, wo immer wieder dieses Level interessant wurde. Und sollte Euro-US-Dollar in diese Zone vordringen, dann wäre hier nach charttechnischer Glanzleistung ein schöner Shooting-Star zu sehen wahrscheinlich. Und dann dürfte man hier mit einer weiteren Schwäche rechnen. Zumindest das ist die aktuelle Annahme. Also Erholung im Euro-US-Dollar könnte man hier durchaus zum Verkauf nutzen. Es scheint sich hier jetzt korrektiven Erholungsimpuls anzuschließen, aufgrund der starken Verluste eben hier in der letzten Woche. Hier in diesem Bereich dann 1,11, ja, kann man nicht auf den Pip genau machen. 1,1130, 1,1160, denke ich hier, das ist eine Zone, wo man durchaus mal Obacht geben sollte. Auf umkehrsignale Divergenzen, Schrägstrich hier vielleicht auch nochmal ein bearish Engulfing, dann hätte man hier gute Chancen reinzukommen in den Markt, um dann an einem ja, Abtauchen unter 1,10 teilzunehmen, was dann in der Folge ergo hier dieses Niveau 1,082 auf die Agenda führen dürfte. 1,083, das ist hier definitiv diese Marke, die man hier in den Fokus haben sollte. Und insofern ganz interessant, dass sich hier diese Chancen bieten. Also insofern warten Sie mal ab, was da hier in der laufenden Woche noch geboten wird. Letztlich haben wir hier sehr schön auch die Wochentagsstärke, die ja generell hier für eine übergeordnete Schwäche spricht. Euro-US-Dollar hier generell im Abwärtszug. Da hat auch die Konsolidierung der letzten Tage nicht viel verändert. Aber hier sehen Sie generell jeder Wochentag mit Schwäche gesegnet. Also dürfte sich hier eigentlich eine weitere Schwäche anschließen. Wir haben auch hier die Saisonalität,
die spricht kurzfristig sogar für eine Erholung, also ergo hier mal rauf, dann hier Stabilisierung und dann muss man sehen, ob die Saisonalität für eine Umkehr reicht, aber generell kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es hier, wie gesagt, zu einer Schwäche kommen dürfte. British Pfund US-Dollar auch interessant, hatten wir letzte Woche Freitag noch als aus dem Trading-Alltag im Pick, hier wurde die Average True Range ausgeschöpft und im Umkehrschluss hat der Markt dann tatsächlich ein schönes Tief gemacht. Britische Pfund sollte man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Das wirkt auch auf Tagesbasis sehr, sehr interessant. So dann, liebe Zuschauer, ich denke, wir haben hier wieder das Paket geschnürt im Sinne dessen, was es für Chancen gibt. Euro-US-Dollar scheint mir hier korrektives Erholungspotenzial zu besitzen. Mehr dann aber auch nicht. Das ist, wie gesagt, eine rein korrektive Bewegung oder eine korrektive Tendenz, die sich hier andeutet. Und da muss man mal letztlich schauen, was sich hier durchsetzt. Aber mit den Verlusten der letzten Woche ist viel Porzellan zerschlagen worden, wenn man es mal so sagen darf. Und ergo hier der Bär jetzt am Steppen. Also warten wir ab, was passiert. Wir werden es engmaschig beobachten. Ich drücke Ihnen die Daumen bei allem, was Sie machen. Wenn Sie mögen, schauen Sie im Stream vorbei. Genauso auf dem JFD-Desktop, wo es hier immer Live-Videos gibt und auch Live-Kommentierung zu dem einen oder anderen Trade über Forex auch hinaus. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Eine erfolgreiche Woche, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.